Das böse LDL-Cholesterin, aber eigentlich ist LDL-Cholesterin ja gar kein Cholesterin, sondern es handelt sich nur um den Transporter von Cholesterin. Was du zu LDL-Cholesterin genau konkret wissen musst, alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeil. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt, unter Abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist LDL-Cholesterin. Und gerade das LDL-Cholesterin wird immer als das böse Cholesterin bezeichnet. Und viele sehen die Sache halt, wie so hier auf der Grafik aufgezeichnet, immer recht einfach. Es gibt auf der einen Seite das HDL-Cholesterin, das gute Cholesterin, und es gibt auf der anderen Seite das LDL-Cholesterin, das schlechte Cholesterin. Und der Triglyceridwert wird bei manchen Untersuchungen als neutral bewertet. Hat sich aber gerade bei den Triglyceriden ja schon rumgesprochen, dass gerade ein erhöhter Triglyceridwert beim Gesamtcholesterin äußerst schlecht ist für den menschlichen Körper. Also das hat sie ja schon rumgesprochen, aber gerade die Geschichte mit dem LDL-Cholesterin ist, wie ich finde, eine Geschichte voller Missverständnisse. Und deswegen klären wir heute mal die drei wichtigsten Fragen. Was ist LDL-Cholesterin jetzt ganz genau überhaupt? Zweitens dann wichtig natürlich, was sind die Aufgaben dieses LDL-Cholesterins? Und drittens dann die verschiedenen Formen des LDL-Cholesterins, vor allem die negative Variante auch erwähnt und der negative Einfluss, die diese Form dann hat. Und natürlich, was beeinflusst dieses LDL-Cholesterin jetzt generell negativ? Da starten wir gleich durch. Also erstes, LDL-Cholesterin ist gar kein Cholesterin, denn LDL bezeichnet Low-Dense-Lipoprotein, das heißt, es handelt sich dabei nur um den Transporter des Cholesterins. Und deswegen müssen wir als erstes jetzt einmal fragen, was sind Lipoproteine überhaupt generell? Wie werden sie gebildet? Was ist das eigentlich? Schauen wir es uns gleich an. Jede Zelle besitzt Ribosomen, das sind sozusagen Eiweißstrukturen. Das ist der Rohstoff für die Körperstruktur, jetzt für die Eiweißstrukturen im Körper. Das ist sozusagen der Rohling. Und wenn du jetzt ein Transporteiweiß benötigst, dann wird dieses Ribosom mit einer Messenger-RNA versehen, mit dem Auftrag. Und dieses Ribosom und der Auftrag gehen dann in die Fabrik. Und das ist in der menschlichen Zelle das endoplasmatische Reticulum. Das ist die Eiweißfabrik und da kommt das Eiweiß mit dem Auftrag an und dann wird daraus ein Transporteiweiß hergestellt. Und von dieser Fabrik geht es jetzt weiter zum Verteilerzentrum, denn irgendwo muss ja natürlich der Transport jetzt hin. Das ist sozusagen dann das Postamt und in der Zelle wäre dieses Verteilerzentrum das Postamt, der Golgi-Apparat. Da wird dieses Transporteiweiß jetzt in den Körper versandt, wo es eben benötigt wird, vermutlich in der Leber. Und dort kommt es dann an als VLDL. Das heißt, in der Leber werden jetzt diese VLDL bereitgestellt, die leeren Transporter, und die werden vornehmlich hergestellt, natürlich, wenn er nichts isst. Und wenn er jetzt was isst, dann müssen diese natürlich befüllt werden. Man könnte sich so vorstellen, bei der Leber jetzt wie ein Frachthafen und deine Transportschiffe warten dort, dass VLDL, bis jetzt die Ware ankommt, also besser gesagt die Baustoffe und die Reparaturstoffe für den menschlichen Körper, und diese VLDL-Lipoproteine werden jetzt dort beladen. Und zwar mit natürlich Fettkomponenten jetzt in dem Fall. Das wäre als erstes jetzt einmal ADEC, also die fettlöslichen Vitamine kommen rauf, Cholesterin kommt rauf, für die Körperreparatur, gewisse Eiweißstrukturen kommen noch rauf. Und vorab, das VLDL hat einen relativ hohen Triglyceridstand, der wird dann umgeswitcht, also es kommt weniger Triglycerid drauf und dafür mehr dieser Fettkomponenten für die Energiegewinnung. Das heißt, du hast jetzt sozusagen im Hafen dein VLDL beladen und das ist jetzt dein LDL. Zwischenzeitlich wäre es noch IDL, dann wird es zum LDL. Das ist dann deine Transporteinheit, dein Lipoprotein für die Fettkomponenten und Reparaturstoffe auf Fettbasis für die ganze Körperstruktur. Für die Zellwand, für die Reparaturmaßnahmen im Gefäßsystem und. Für die Hormonbildung, für die Steroidbildung, alles was Fettkomponenten im menschlichen Körper benötigt, an der Stelle wird jetzt von diesem Transporter versorgt dann natürlich. Also dieses Schiff wird jetzt beladen und geht jetzt über die Blutbahn und versorgt einen ganzen menschlichen Körper mit diesen Komponenten für Bau- und Reparaturmaßnahmen. Also böse, böse schon einmal an der Stelle. Kurz jetzt nochmal erwähnt, wie schaut es aus? Also du hast jetzt die leeren Transporter, die VLDL, leere Frachtschiff, dann hast du das LDL, das wäre das volle Versorgungsschiff, und es kommt natürlich wieder was retour, weil nicht alles verbraucht wird. Das wäre dann das HDL, das wäre dann die Retourware fürs Recycling wieder bei der Leber. Also in dem Beispiel, man sieht es recht schön, eigentlich die wichtigste Aufgabe hat schon fast das LDL-Transportprotein, denn das versorgt deine ganzen Zellen jetzt mit diesen wichtigen Bau- und Reparaturstoffen. Und das HDL dann fürs Recycling natürlich immanent wichtig, denn nichts im Körper wird verschwendet. Also man sieht es recht schön, das LDL-Cholesterin ist eigentlich lebensnotwendig. Eine wichtige Aufgabe ist eigentlich ein gutes Cholesterin hat eine gute Sache, das ganze Transport, dass du genug von diesen Transportern im menschlichen Körper zur Verfügung hast.
Aber, und da ist jetzt der Knackpunkt, die Form dieses LDL-Cholesterins ist von entscheidender Bedeutung. Ob es verstärkt Schaden verursacht oder eben nur als hilfreiches Versorgungsschiff jetzt in deiner Blutbahn unterwegs ist. Und dieses LDL gibt es eben in verschiedenen Formen im menschlichen Körper, je nach Ernährungslage natürlich. Und da gibt es das Typ A, das wäre jetzt das optimale Versorgungsschiff, denn wenn es in der Blutbahn schwimmt, ist es natürlich wichtig, dass es schwimmfähig ist. Das heißt, es muss eine gewisse Größe haben, dass es jetzt in den richtigen Regionen durch die Blutbahn schön durchkommt. Das heißt, das ist schön hochseetauglich, könnte man sagen. Und der Typ 2, das wäre eben schlechtes, nicht so gut schwimmfähiges Cholesterin. Und die Ladung bei diesem Cholesterintypen wäre jetzt auch bedenklich, denn die Ladung ist jetzt eher entzündliches Material. Und wenn man sich es jetzt nochmal mit dem Schiffbeispiel anschaut, kann man auch nochmal machen, das wäre jetzt eben als Beispiel der Lastenkahn, der einfach zu viel Tiefgang hat und in Bereichen unseres Blutgefäßsystems rumschwimmt, wo er eigentlich nichts verloren hat. Oder zumindest nicht in dem Ausmaß. Und wie gesagt, die Ladung wäre auch noch hochentzündlich und es kommt ja im Laufe des Lebens in einem Gefäßsystem ständig zu Beschädigungen. Und dieses Versorgungsschiff versorgt jetzt diese Verletzung mit LDL-Cholesterin, ein äußerst wichtiger Punkt, als Reparaturstoff, das Pflaster, was drüber gelegt wird, um den Gewebsriss jetzt zum Beispiel in der Blutbahn wieder zuzumachen. Also die Aufgabe vom LDL ist dort essentiell. Und LDL-Cholesterin sorgt jetzt auch dafür, dass es zu dieser Reparaturmaßnahme kommt, nur verursacht LDL, vor allem wenn es zu sehr in der Blutbahn vorhanden ist, noch zu einem Zusatzschaden. Das heißt, das wäre das Versorgungsschiff dann noch mit einer negativen Komponente. Das heißt, LDL-Cholesterin, noch einmal erwähnt, hat lebenswichtige Funktionen im menschlichen Körper, ist eine wichtige Versorgungseinheit, nur wenn es in der falschen Form im menschlichen Körper vorkommt, verursacht es Zusatzschaden. Können wir uns jetzt nochmal kurz anschauen. Denn natürlich, wenn du jetzt Arterienverletzungen hast, dann werden die Reparaturstoffe angeliefert, das Immunsystem reagiert, es bilden sich an der dementsprechenden Stelle dann Schaumzellen. Makrophagen werden hingeliefert, werden dort auch absterben dann, wenn sie ihre Arbeit vollführt haben. Wie gesagt, Cholesterin bildet dann die Schaumzellen und dann kommt es dort zu einer Gefäßablagerung. Aber zu einer guten Gefäßablagerung, denn die Wunde muss ja natürlich verschlossen werden. Ob es jetzt außen oder innen im Körper ist, es läuft endlich ab. Und eine Entzündung muss abgebaut werden. Und wenn du jetzt verstärkt kleines LDL natürlich hast, wird es natürlich die Versorgungsaufgabe auch erfüllen, hat aber eine entzündliche Komponente dabei. Das Versorgungsmaterial ist nicht so hochwertig natürlich. Und du wirst, können wir uns jetzt auch anschauen, wenn du jetzt natürlich ständig diese Verletzungen hast und ständig diese Ablagerungen hast, dann wird eher zu viel von diesem kleinen LDL in einer Blutbahn sich dort verstärkt ablagern und ständig eine entzündliche Komponente dazu liefern. Das heißt, die Wunde kann nicht ordnungsgemäß abgebaut werden und die Entzündung wird natürlich weiter am Laufen gehalten. Und das ist eben wichtig zu wissen an der Stelle beim LDL. Es gibt verschiedene Arten. Wie man das am besten heraus eruieren kann, man kann es speziell natürlich abkehren lassen mit einem Bluttest, ein relativ aufwendiges Verfahren. Man kann es sich aber natürlich auch anschauen anhand eines normalen Cholesterinspiegels und da gibt es halt die zwei Werte, die man sich besonders anschauen sollte. Das wäre der Triglyceridstand beim Cholesterinwert und der HDL-Stand. Die müssen eine gewisse Ratio haben. Dann kannst du davon ausgehen, dass dein LDL die richtige Form hat. Das heißt, es ist am besten, du bleibst bei unter 2 zu 1. Das wäre schon fast der Optimalfall. Sitzt dann die Abstufungen runter, je schlechter diese Ratio ist, desto mehr kannst du davon ausgehen, dass du eben schlechtes LDL hast, das zu klein ist, das eher Schaden verursacht oder Zusatzschaden verursacht und eher Entzündungen im Körper befeuert. Kleinen Artikel unten noch verlinkt, was das dann noch befeuern kann, dass du verstärkt dieses LDL aufbaust, da geht es wieder um erhöhte Insulinstände vornehmlich, erhöhte Blutzuckerstände sind natürlich auch extrem schlecht, da sich jetzt verstärkt wahrscheinlich Verletzungen gerade im Blutgefäßsystem jetzt forcieren werden, wenn du immer erhöhte Blutzuckerstände hast, aber gerade auch ein erhöhter Insulinspiegel dauerhaft ist äußerst negativ auf die Bildung dieses kleinen LDL-Cholesterins. Blutzuckerstände erhöhen natürlich jetzt dauerhaft dein Insulin, aber natürlich auch erhöhte Insulinstände dauerhaft führen zu Insulinresistenzen und erhöhen das auch wieder. Das heißt, von der Warte jetzt noch ein paar Videos oben reingeknallt, um was es sich handelt bei Insulinresistenzen und generell zum Thema Insulinresistenz, Insulin ein paar Videos rein, kurz drüber schauen, ganz wichtiges Thema, auch bei der ordnungsgemäßen Cholesterinbildung. So, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt in die Kommentare knallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.